Fehler. Die Pferde hätten doch wohl gereicht. Pferde haben keine Handys, also können sie einen nicht verpfeifen. Bitte sehr, weißt du, was ich mit den Handys mache? Hey, die haben unsere Handys weggeworfen. Oh nein, mein Smartphone. Diese Barbaren. Hey, da kommt mir eine Idee. Ich bin fast dran. Nico, wackel nicht so rum, ich fall runter. Anna und Angelo suchen uns bestimmt schon. Wenn wir ihnen Zeichen hinterlassen, würde ihnen das helfen. So wie die Steine beim kleinen Däumling. Und hopp. Oh. Ich hab's geschafft. Leb wohl, mein Lieblings-T-Shirt. Ich werde unsere gemeinsamen Abende niemals vergessen. Ihr werdet auch was opfern müssen, Mädels. Oder soll ich untenrum weitermachen? Keine Sorge, Karamell. Wir werden Nico bald wiederfinden. Hey! Dieser Schuh gehört Nico. Das gefällt mir nicht. Ich rufe jetzt sofort ihre Eltern an. Ach, endlich wieder frei. So, vergessen wir euren kindischen Plan und kommen wir zur Sache. Samantha, Sie sind bewaffnet. Wenn wir hier auf freier Strecke ausbrechen, haben wir keine Chance. Warten wir, bis Sie durch die Sümpfe fahren. Da können wir uns verstecken. Lena hat recht. Das könnte klappen. Und mit meinen Klamotten auf der Straße wird uns unser Suchtrupp sicher bald gefunden haben. Wenn ihr lieber hier verrotten möchtet, von mir aus. Ich habe Besseres vor. Lauf, Bonbon! Ja! Uns bleibt keine Wahl. Wir müssen los. Diese Rotzgirn, sie haben es geschafft, sich zu befreien. Hey, ganz ruhig, Mistral, das ist nur Nico hinter mir. Glauben die, dass wir sie einfach so abhauen lassen? Samantha! Samantha! Wir müssen verschwinden. Wir können sie nicht im Stich lassen. Samantha, wie geht's? Aber was macht ihr noch hier? Seid ihr denn nicht geflohen? Wir lassen dich doch nicht im Stich. Wieso denn nicht? Ich an eurer Stelle hätte das getan. Da bin ich mir sicher. Hey, was machen Sie denn da? Nein, nicht! Dank dieser Dosis Beruhigungsmittel wird er sich nicht mehr so aufspielen. Für euch ist auch noch was übrig, falls ihr euch nicht benehmt, kapiert? Na los, ab in den Transporter, der Spaß ist nun vorbei. Offenbar hält sich Nico für den kleinen Däumling. Hallo, ich weiß nicht, ob Nico eine Krake gegessen hat, aber er verknüpft seine Figuren, als hätte er 8 Arme. Das verdient Applaus. Und damit gewinnt Nico den Wettbewerb noch vor dem Favoriten Pierre und damit ein Praktikum beim Champion Jeremy Ryder. Bravo, Nico, du bist der Beste. Gut gemacht, Kapitän. Oh. Wisst ihr, mit diesem Praktikum könnte ich anfangen, das Kitesurfen professionell anzugehen. Und es wird mich nicht daran hindern, Mathe zu büffeln. Versprochen ist versprochen. Du kannst dich bei Anna bedanken. Ohne sie hätte ich niemals gesehen, wie begabt du in diesem Sport bist. Ich bin stolz auf dich. Und da antwortet der Typ, aber nein, das andere rechts. Verstehe. Ihr habt mit rechts und links auch Schwierigkeiten. Gehen wir am Sonntag ins Kino. Hallo? Lena? Eine Decke und eine Pferdeleine? Es ist 3 Uhr. Was? Gut, dass du mich angerufen hast. Für sowas bin ich der richtige Mann. Oh! Sag mir, wo du bist. Ich komme. Keine Sorge. Jetzt ist alles gut. Du kannst nach Hause gehen. Ich werde noch bleiben. Wenn du magst, bleib ich auch noch hier. Nein, das brauchst du nicht. Wirklich. Wie du willst. Oh. Also vielen Dank. Du warst super, Nico. Wir machen ihm Angst. Das Pferd ist gefährlich. Angelo hat recht. Halt dich von ihm fern. Lass sie. Sie weiß, was sie tut. Nein, hab keine Angst. Na komm, du hast nichts zu befürchten. Oh. Oh. Lena, nein! Glaub mir, ich will dir nichts antun. Wartet, seht doch! Da hat aber jemand echt ein Herz für Tiere, finde ich gut. Hallöchen, was bist du für eine?
Das ist ein Gänserich. Wo hast du ihn denn gefunden? Er ist von einem Auto angefahren worden. Eine Nachbarin hat ihn gefunden. Oh, Mutti! Der spinnt doch total! Ich habe ihn Jojo genannt. Wollen wir mal ausreiten? Ups, entschuldige, Lena. Ich hatte ganz vergessen, dass du nicht mehr... Ich kann's nicht fassen. Im Morgengrauen aufstehen, nur um ein paar Fotos zu machen. Da ist er. Wach auf. Oh, wir sind hier, um einen Fuchs zu sehen und kein faules Murmeltier. Das wird wohl heute nichts mit ihm. Mein armer Sila. Du hast Fieber, Große. Mein Vater ist bestimmt bald hier. Dann macht er ihn wieder gesund. Ich fasse es nicht. Wie kann man so leichtsinnig sein und so einen Schaden anrichten? Armes kleines Ding. Er ist echt niedlich. Bravo, Kinder. Durch euch haben wir das Schlimmste vermeiden können. Danke. Noch nicht ganz auf der Höhe, aber er wird sich schnell erholen. Du hast mir Angst gemacht, weißt du? Ich habe gedacht, ich würde dich verlieren. Danke, Papa. Keine Ursache, Liebling. Der Kleine ist ja inzwischen wieder fit wie ein Turnschuh. Spuckerchen ist eine richtige Klette. Ist meiner Jacke zu verdanken, dass er wieder fit ist. Au! Wie weit sind die Gendarmen mit ihrem... Hey, gib mir das zurück! Danke, Spuckerchen. Und wenn der Große da dich ärgert, beschwer dich bei mir. Zumindest scheint Spuckerchen wieder gut drauf zu sein. Was hier wohl sein mag? Merkwürdig. Die Ecke da ist echt am Ende der Welt. Das Ende der Welt wäre doch das perfekte Versteck. Morgen nach der Schule reiten wir dahin. Nico, sieh mich an, wenn ich mit dir rede. Deine Noten in Geschichte und Erdkunde sind auf Talfahrt. In Französisch tust du fast nichts. 62 Fehler in einem vierseitigen Aufsatz. Die Zeit war viel zu knapp. Nico, deine Noten werden immer schlechter, und zwar in allen Fächern. Du musst dich zusammenreißen. Du bist mit deinen Gedanken ganz woanders. Und wir beide wissen auch sehr genau, wo. Du verbringst deine ganze Zeit auf der Ranch, deine Ferien, jeden Abend nach der Schule. Es reicht. Von jetzt an machst du als erstes deine Hausaufgaben, bevor du zu deinen Freunden abhaust. Haben wir uns verstanden? Natürlich. Ich verspreche es hoch und heilig. Aber für heute hatten wir einen Ausritt geplant. Meine Freunde warten schon auf mich. Da er schon geplant war, darfst du mitmachen. Aber Vorsicht, um 6 Uhr heute Abend will ich dich hier wiedersehen. Und morgen gibt's neben deinen normalen Hausaufgaben Nachhilfe in Rechtschreibung. Alles verstanden? Gut, ich vertraue dir. Danke, versprochen. Du kannst dich auf mich verlassen. Das hoffe ich auch. Denn wenn du heute Abend um 18 Uhr nicht zurück bist, dann war's das endgültig. Dann gebe ich Karamell im Reitzentrum ab. Lena, Angelo, warte, da kommt er. Hast du gesehen, wie spät es ist, du Murmeltier? Wir wären fast ohne dich losgeritten. Tut mir leid. Ich wurde von einer Horde Mädels entführt, die alle ein Autogramm von mir wollten. Ich habe so schnell gemacht, wie es ging. Na klar. Das nächste Mal, du Frauenheld, stell dir lieber heldenhaft deinen Wecker. Nachtragend bist du wirklich nicht. Auch dich bitte ich um Verzeihung. Leb wohl, Mistral. Pass auf Lena auf. Ihr werdet mir fehlen. Was ist denn mit dir los? Was soll das mit dem Abschied nehmen? So spielt das Leben. Wir sehen uns am Montag in der Schule wieder. Steig in den Wagen, Junge. Verstehst du uns nicht? Wir wussten nicht mal, wo du warst. Ich hatte dir gesagt, 18 Uhr. Ich habe dir vertraut. Und ich hatte dich gewarnt. Ich habe das Reitzentrum angerufen. Sie holen Karamell hier ab. Das war's mit der Ranch. Halt, warten Sie. Es war nicht seine Schuld. Was? Monsieur,
Mistral, Lenas Pferd hatte einen Unfall. Wenn Nico nicht geblieben wäre, um uns zu helfen, wäre es sicherlich gestorben. Kann ich Ihnen helfen? Guten Tag, Monsieur. Guten Tag, Monsieur. Ich habe gehört, dass Lenas Pferd einen Unfall gehabt hat. Ja, leider. Und wenn diese vier es nicht geschafft hätten, es gemeinsam vom Berg runterzubringen, dann wäre es vermutlich nicht mehr am Leben. Mhm. Aber Sie können Nico die Ranch nicht verbieten. Das hat er nicht verdient. Das Problem, Angelo, ist, dass Nico überhaupt nicht mehr lernt. Seine Noten sind katastrophal. Und das ist inakzeptabel. Sicher. Da haben Sie recht. Aber was ist, wenn er seine Noten verbessert? Wir könnten ihm helfen. Falls ich dir noch eine letzte Chance geben sollte, machst du dich dann wieder ans Lernen und kommst pünktlich nach Hause? Sie können sich auf uns verlassen. In Französisch nehme ich ihn an die Kandare. Und wie? Wir werden ihm in den Hintern treten. Es ist klar, was ihm fehlt. Disziplin. Speck, wenn wir unsere Ranch wieder haben wollen, fangen wir an. Jojo, komm! Warum ist er bei dem Brand nicht gegrillt worden? Jojo, lass ihn! Nico wird uns wohl nicht sofort beim Arbeiten helfen können. Ja, sieht schlecht aus. Mutti! Wow, boom, boom, tschak, budu, 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 Nico? Boom. Wow, boom, boom, tschak. Oh, hallo Papa, ich war gerade voll bei meiner Musik. Vor allem bist du nicht voll bei deinen Hausaufgaben. Und was ist das hier? Ach, das ist mein Mathe-Test. Was willst du mit solchen Noten später mal machen? Kitesurfen. Kitesurfen? Glaubst du ernsthaft, du könntest deinen Lebensunterhalt mit so einem Brett verdienen? Warum nicht? Kiten ist eine richtig offizielle Sportart. Wenn ich fleißig trainiere, könnte ich Profisurfer werden. Und dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich. Ach, hör auf, Nico. Ich meine es absolut ernst. Wenn du so weitermachst, wird nie etwas aus dir werden. Kümmere dich weniger ums Kitesurfen, das bringt nichts. Lerne lieber für die Schule. Das werden wir ja sehen. Nicht schlecht, du bist voll in der Zeit, Nico. Der ist echt stark, dieser Krakentyp. Weißt du, was Jeremy Ryder immer sagt? Er sagt, man siegt, weil man an Siegen glaubt. Es ist alles momentan. Sieh dir mal meinen Deadman an! Du bist erledigt, Mann. Geh zurück zu deinem Pferd. Pferd? Oh nein. Bis später, Kevin. Ich muss los. Tut mir leid, Nico. Geht's, Kapitän? Du siehst fertig aus. Ich aber nicht doch. Ich bin 200%ig fit. Schneller, schneller, Nico, du schaffst das! Qualifiziert haben sich Pierre, Antoine und Nico. Wir sehen uns morgen beim Finale in der Disziplin Freestyle, das verschoben wurde auf 15 Uhr. 15 Uhr? Oh nein, da läuft doch auch unser... Wie sollen Sie Hilfe holen, wenn Lena verletzt ist? Jetzt mach dir keine Sorgen, man muss positiv denken. Sieh doch, wir hätten ja auch alle zerquetscht werden können. Und die Mädchen wären auf uns draufgeknallt. Danke für den Horrorfilm. Willkommen in der Höhle der Finsternis. Was würden wir nur ohne deine blöden Witze anstellen? Anna, was machst du mit dem Pferd von Papé?
Ein kleines, verwahrlostes Pferdchen. Ich wette, das ist ein neuer Schützling. Mhm. Er heißt Pierrot. Ein Pferdehändler wollte ihn kaufen. Ein herzloser Mensch, der ihn nur ans Schlachthaus weiterverkauft hätte. Papé war einverstanden, dass ich für ihn ein neues Zuhause finde. Blödes Vieh. Tau bloß ab, Jojo! Für den solltest du auch ein neues Zuhause finden. Anna, du kannst doch nicht alle Pferde der Welt... Nicht zu nah, er ist wild. Und ich bitte sie, ihn nicht zu filmen. Mach ich nicht. Tut einfach so, als wäre ich nicht da. Am besten, ihr macht alles genauso, wie ihr sonst auch tut. Einverstanden? Hallo, Mädels. Und hopp. Na und? Was sagt ihr dazu? Wir sagen, dass du beim falschen Casting bist. Was macht Nico denn da? Hab Geduld. Kommt ja nicht oft vor, dass er freiwillig das Heu übernimmt. Nico! Da kommt er doch schon. Ja! Oh, Karamell! Oh, oh, oh nein! Bleib stehen, Karamell! Tritt auf die Bremse! Was war das? Hört doch mal! Lauf, Mistra! Das ist doch zu gefährlich! Für einen Kitesurf-Profi ist das ein Kinderspiel. Zumindest fast. Dankeschön, Mädels. Wünscht mir viel Glück. Sei vorsichtig. Oh nein. Juhu! Bravo, Nico. Gut gemacht. Ja, ja. So, Karamell. Ist alles gut. Ich bin ja da. Oh nein. Mein Kite. Naja, ich hatte ohnehin nicht vor, dich kitesurfen zu lassen. Oh je, der Wasserpegel steigt. Wir dürfen nicht rödeln, meine Hübsche. Wir versuchen es hier drüben, das ist kürzer. Ja, gut so. Also gut. Gefragt ist, woher kommt das Kamak-Pferd? Ach, das ist einfach, aus einer Stute. Aber nein, Nico. Gemeint ist die alte Legende aus dieser Gegend. Natürlich, die kenne ich. Man sagt, dass ein Mann am Strand von einem Stier verfolgt wurde. Und? Und ihm blieb nichts anderes übrig, als ins Meer zu springen. Und? Und als die Fluten ihn mitrissen, wurde der Mann von einem Hengst gerettet, der aus dem Schaum kam. Das Kamak-Pferd wurde also aus dem Meerschaum geboren. Ach ja. Genau wie die Surfer. Deshalb sagt man übrigens auch, dass die Kamak-Pferde so weiß sind wie der Schaum. Genau. Na los, auf zum Strand. Hä? Nico! Oh, Beeilung, Nico! Na los, beweg dich! Hol uns hier raus! Samantha? Oh. Oh, hast du das gehört? Hm? Oh! Nico, sei bitte vorsichtig. Geh weg da. Ich darf ja wohl auch was sehen. Hallo Mädels, etwas Hilfe gefällig? Nico! Da hat sich ein kleiner Komiker an uns angehängt. Komm schon, Superman. Rein mit dir. Alles gut, Nico? Das war ja ein super Stunt. Ja, und so unauffällig. Echt toll.